Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Selten wird von der Opposition eine Aussprache beantragt, die wir hätten nicht besser stellen können. Und selten berichtet die Presse flächendeckend so positiv über Reformpläne des Landes, wie wir es in den letzten Tagen erlebt haben. Da muss wohl was dran sein an dem positiven Feedback. Ich möchte nun nicht noch einmal alles ausführen, was die Bildungsministerin eben schon gemacht hat, aber vielleicht so viel. Seit zwei Jahrzehnten bestimmt die Zukunft der Theater- und Orchesterlandschaft die kulturelle Debatte im Land, in den Kommunen, bei allen Kulturschaffenden und in den Theatern selbst natürlich. Und erfährt mit der getroffenen Einigung nach vielen 10 Jahren der Verhandlungen eine positive Wende, mit der wohl in dieser Form viele jetzt nicht gerechnet hätten. Das Ziel, ein vielfältiges und hochwertiges Theaterangebot an allen bisherigen Standorten zu sichern und dafür nachhaltige und finanzierbare Strukturen zu bilden, ist geglückt. Der Gesamtzuschuss des Landes steigt von 36 Millionen auf 40 Millionen mit einer Dynamisierung von 2,5% jährlich für alle Mehrspartentheater, um sich so schrittweise dem Flächentarif zu nähern. Richtig, es müssen auch Stellen abgebaut werden. Allerdings sind es nicht wie zunächst vorgesehen 60, sondern nur noch 30. Und diese werden selbstverständlich sozialverträglich abgebaut. Das war der kleine Auszug, aber wir haben ja bereits schon einiges gehört. Diese Ergebnisse sind mit den Kommunen zusammen erzielt worden. Das ist auch kein Einkassieren der Reform, sondern ein anderes Ergebnis als zunächst angenommen. Das ist doch das, was alle von Politik erwarten. Gespräche führen, auf Kritik eingehen, Entscheidungen überdenken. Aber eines ist auch klar: Ohne den Mut unseres ehemaligen Kultusministers Matthias Brotkorb auch unliebsame Diskussionen anzustoßen, wären wir heute nicht an diesem Punkt. Diese Entscheidungen waren das Fundament für unseren heutigen Pakt zur Zukunftssicherung unseres Theaters. Vielen Dank, Herr Minister. Ein herzliches Dankeschön weiterhin natürlich an die Kommunen, an alle Ehrenamtlichen, an das Bildungsministerium, an das Finanzministerium, die Staatskanzlei, selbstverständlich der Ministerpräsidentin und natürlich allen Intendanten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Theater und allen beteiligten Kulturschaffenden. Gemeinsam mit meinem Kollegen Patrick Dahlemann war ich im vergangenen Sommer für Gespräche auch unter anderem zu Gast im Theater Vorpommern und auch der Besuch des Nussknacker ist mir in guter Erinnerung geblieben. Daher freue ich mich besonders über nette Worte unseres Intendanten Dirk Löschner aus dem Theater Vorpommern, der den Theaterpakt vom 12. Juni als lang erwarteten Wendepunkt und spektakulär gutes Ergebnis bezeichnet. Von den weiteren Beratungen verspricht er sich nun für unsere Theater endgültig einen klar definierten Weg hin zu einer gesicherten Zukunft, zu tarifgerechten Gehältern und zu einer Konzentration auf die künstlerische Arbeit. Diese Worte sprechen eigentlich für sich. Viele Grüße nach Vorpommern und weiterhin viel Erfolg bei Ihrer großartigen Arbeit. Meine Fraktion und ich sind erleichtert über diese Einigung, ein echter Erfolg für unser Bundesland. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ums Wort gebeten hat noch einmal für die Fraktion Die Linke die Abgeordnete Frau Kröger.